Wir beginnen direkt mit der Sitzhaltung auf dem Stuhl. Umso weniger Fläche wir auf dem Stuhl einnehmen, desto einfacher ist es, unseren Bauch, den unteren Rücken und die Beine zu entspannen. Deshalb strebt es an, euch auf die äußerste Kante des Stuhls zu setzen oder besser noch auf die Ecke. Die Stellung der Beine. Wenn ihr eure Beine nach vorne schiebt, wird es schwierig, den Bauch sowie den Rücken zu entspannen, obwohl diese Pose stabil ist. Wenn ihr die Beine andersherum stark beugt und es sich vermeintlich gut anfühlt, werdet ihr merken, dass diese Position nicht stabil ist und Kippgefahr herrscht. Deshalb stellen wir die Beine immer vertikal auf, in einem ungefähren Winkel von 90 Grad zum Boden. Die Stellung der Arme. Die Hände legen wir auf den Oberschenkeln ab, dort, wo es am angenehmsten erscheint. Hauptsache, ihr stützt euch nicht auf die Arme ab. Der Rücken. Der Rücken ist geöffnet und gerade. Findet diese Lage, in der ihr fühlen könnt, dass die Wirbelsäule quasi Wirbel für Wirbel aufeinander gestapelt sich von alleine aufrecht halten kann. Dabei ist eure untere Rücken sowie der Bauch völlig entspannt. Es wird also keinerlei Anstrengung benötigt, um die Wirbelsäule aufrecht zu halten. Der Kopf. Wir bewegen den Kopf leicht nach vorne, nach hinten, um die Stelle zu finden, in der der Kopf sich im Gleichgewicht von alleine aufrecht halten kann. Schultern. Oft kommt es vor, dass die Schultern sehr versteift sind. Wie gehen wir damit um? Lasst uns die Arme hängen lassen und anschließend die Schultern maximal zum Kopf heranziehen. Nun lassen wir die Schultern einfach fallen. Einmal reicht. Wir bringen die Hände wieder zurück auf die Oberschenkel und können wahrnehmen, dass die Schultern sich in der optimalsten Haltung in diesem Moment befinden. Spürt einen Moment nach, wie ihr sitzt. Genau das ist die korrekte Körperhaltung, wenn es keinerlei Anstrengung gibt, um diese Sitzposition aufrechtzuerhalten. Dann könnt ihr so lange, wie ihr wollt, euch in der Meditation befinden oder eine Ermüdung des Körpers zu spüren. Natürlich ist es nicht die gewöhnlichste Körperhaltung, die wir kennen. Daher kann aufgrund der Ungewohnheit die Muskulatur anfangen zu jammern. Es kann passieren, dass ihr euch während der Meditation anfangt abzulenken auf eben einen vermeintlichen Schmerz im Rücken, ein Diskomfort, eine Erschöpfung. Es kann auch ein Trauma anfangen zu jammern. Wie können wir uns zu diesem Fall helfen? Wir senken uns in die Haltung des schlafenden Kutschers. Das sieht ungefähr so aus. Wir lassen alle Anspannung abfallen, gerne ein wenig dynamisch hin und her schaukeln. Länger als eine Minute bleiben wir in dieser Haltung nicht. Durch das Hochrollen mit einer anschließenden Rückbeuge kommen wir in die Ausgangsposition zurück. Diese Hilfsstellung können wir 3 bis 4 Mal hintereinander wiederholen. Falls ihr fühlt, dass es nicht hilft, setzt euch einfach bequem hin, lehnt euch an den Stuhlrücken an, aber achtet unter Möglichkeit darauf, dass der untere Rücken trotzdem gerade bleibt. Wir führen die Meditation in dieser Haltung einfach fort. Sollte auch das absolut nicht helfen, dann legen wir uns einfach auf den Boden und bleiben dort bis zum Schluss der Meditation liegen. Das ist absolut legitim, das kann bei den ersten Malen durchaus vorkommen. Im weiteren Verlauf der Praxis könnt ihr damit konfrontiert werden, dass ihr ein dringendes Bedürfnis verspürt, euch schwingend zu bewegen. Der Körper wird sich also bewegen wollen während der Meditation. Auch das ist normal. Ihr könnt euch in diesem Fall auch gerne einfach auf die Matte setzen, falls das gewünscht ist. Ein wichtiger Moment: Im Liegen meditieren wir nicht, denn es provoziert nur zum Einschlafen. Für uns ist eben die Aufmerksamkeit wichtig.